Jo, jetzt hier bei Schattenwelt TV, ich und der Schuh, und das hat auch einen Grund. Mein Name ist Johnny Lamoni, keine Ahnung von Computerspielen, aber bin auf der Gamescom, aber ist ja für mich gar kein Problem. Ich rede einfach mit dem Schuh und der Schuh, der sagt mir dann, was hier so abgeht. Weißt du, mein Problem ist irgendwie Grafikkarten. Ich war bei Nvidia, ich wollte bei Nvidia sein, im Anzug mit einer Krawatte. Ich dachte, vielleicht staube ich mir eine neue 610 ab von mir aus, ne? 670 irgendwas. Kein Nvidia, ne? Tür zu, kein Nvidia. Dann habe ich ATI gesucht, ne? Ich meine, ich mag ATI ja nicht, ne? ATI, scheiße. Ich darf sagen, ne? Du, ja. Nvidia mag ich, ne? So, aber auch ATI, ne? Gar nicht. Also ist ATI noch mehr scheiße. Aber GeForce auch scheiße. Alles scheiße, ne? Irgendwie. Wie hast du es erlebt hier auf der Messe dieses Jahr? Ich habe die armen Jungs getroffen. Die liefen aber hier in der Gegend rum und nur auf Termin. Neue Grafikkarten? Kommt erst noch. Aber dafür eine Messe, oder? Nee, irgendwann gibt es eine Pressemitteilung. Hallo, wir sind wieder die Tollsten. Wir haben jetzt Nvidia geschlagen und haben jetzt die schnellste Grafikkarte in 28 Nanometer Chip-Design. Nanometer, 28, unglaublich, das musst du dir kaufen, 28. Normalerweise heißt er eigentlich größer, schneller, besser. Jetzt heißt es bei den Grafikchips natürlich kleiner, stromsparender, trotzdem schneller. Aber ich finde ja, größer ist besser. Grafikkarte, ne, muss ja groß sein mit Lüfter dran. Okay. Meine ist besser, wenn die groß ist, wie die ich kenne von dem anderen Typen, der keinen Lüfter hat. Ja, ich verstehe dich. Solange laut, stark und schnell, das ist dann, genau, das ist wie beim Auto. Ja. Laut, stark und schnell, so muss eigentlich eine Grafikkarte sein. Schrecken für jedes Mädchen. Naja, aber Nvidia sagt ja auch, wir wollen auch auf 28 Nanometer, also Nvidia selber, und das kommt erst nächstes Jahr. Ansonsten die Gamescom, wenn wir die schon hier haben, ne? Die Gamescom, wie war dein Eindruck dieses Jahr von der Gamescom an sich? Organisation? Boah, Organisation, so, naja, so olala, wenn ich bedenke, dass dann eigentlich um 10 Uhr für den Normalbesucher Einlass war, für 9 Uhr die Presseleute eingelassen werden sollen, um 8.30 Uhr das Pressezentrum aufmacht, dann frage ich mich, das stimmt irgendwas nicht. 8.30 Uhr macht das Pressezentrum auf. Um 9 Uhr darfst du erst auf das Messegelände drauf. Hä? Das stimmt was nicht. Das sind wichtige Leute, die gibt's noch nicht. Die sind so wichtig, ne? Die gibt's nicht. Nee. Ja, genau. Ist aber egal. Aber trotzdem haben sie Erfolg und die Leute strömen ja hier in Massen hinein und wollen nicht mal die Spiele sehen. Obwohl so neue Spiele, neues Spielprinzip sehe ich eigentlich nicht. Es ist immer Ego-Shooter, Rumgeballere oder eben halt so Casual Games. Aber es gibt kein wirklich innovatives neues Spiel, wo man davor steht und sagt. Genau, ne? Genau, wie es halt früher mal war, neue Spielideen, also innovative Spielideen. Ich sehe auch immer eine 3 oder 2. Uncharted 8, 9, 10 und Billy 2, 3, 5. Oder FIFA 12. Sind wir schon bei der 12 angekommen. Aber eine Neuigkeit weiß ich ja, die ist extra für euch. Giga, ne, muss es ja natürlich wieder geben. Hier habt ihr natürlich vermisst. Jetzt gibt's Schattenwelt TV, wie ihr immer sagt, und Son Hinz und Kunstzeugs, alles und so. Aber bald, ne, können wir ja wieder ein bisschen Giga.de gucken, ne? Endlich. Die Macht ist zurückgekehrt, oder? Ja, die Macht ist mit euch. Und ja, wir fangen ja erstmal mit Internetgeschichten eben halt an und dann schauen wir weiter, wie sich das weiterentwickelt und wie sich diverse Landesmedienanstalten vielleicht anstellen oder Fernsehsender sich anstellen. Wir probieren es erstmal aus im Internet mit Webseite, YouTube, Geschichten. Ist ja auch gut. Jeder Fernseher kann mittlerweile auch YouTube darstellen. Wieso denn nicht? Warst du hier auch in der Businessabteilung von wegen Nordrhein-Westfalen Medienförderung und oder warst du nur auf der Messe selbst und hast die Spiele angeschaut oder hast du moderiert? Nee, ich bin eigentlich nur über die Messe gelaufen und habe versucht, die Hardwarehersteller mit einer Lupe zu suchen. Es waren einige da. Ja, hast du denn welche gefunden? Ja. Hast du denn was Neues gefunden für uns? Irgendein Gerät? Nee, also. Oder nur ein Update. Ein Gerät und ein Update? Gerät weiß ja, was ein Gerät ist, ne? Also ein Gerät ist ja was Richtiges, ne? Ein Update ist ja so ein Gerät, ein Update. Ja, das weiß ich schon, aber es waren auch nicht so viele so innovative Sachen da, muss man leider sagen. Also es gab nichts, wo wirklich auch bei der Hardware-Sektion eben halt man sagt dann so, hey, boah, das muss ich jetzt unbedingt haben, weil es noch nirgendwo anders eben halt gibt. Man hat die Sachen schon gesehen, in Blau, Grün, Rot oder Lila und jetzt kommt das eben halt nochmal in Pink, Gelb, genau, und Weiß raus. Die PlayStation 3 in Rosa, ne, oder so. Das ist ganz komisch. Jetzt ziehst du mich langsam auf diese negative Sicht der Gamescom. Wenn ich ein Resümee ziehen soll, ne, auch von diesem Interview, was wir jetzt gemacht haben. Es gab
keine neue Hardware. Es gab keine innovativen neuen Spiele. Es gab nicht besonders koordinierte super Events, die irgendwie die Arbeit hier erleichtert hätten oder so. Es gab nichts Neues. Aber es gab eine Messe von, wie viele Leute waren hier? Was meinst du, 1 Million? Keine Ahnung. Da sieht so aus, ne? Hast du heute Morgen gesehen, den Eingang? Ja. Heute Morgen der Eingang, ne, der war zu, als ich gekommen bin. Der war total zu, ne? Und dann haben die den wieder aufgemacht. Und dann ist aus der Hitze. Ich glaube auch, die haben auch Leute wieder weggeschickt ab einer gewissen Uhrzeit. Ja, und gesagt dann so, wir können euch leider nicht mehr reinlassen, kommt bitte morgen wieder. Heute Mittag, dann alles für nichts, aber ich denke, wir warten jetzt auf die nächste Gamescom. Ne? Gucken uns dann lieber Giga an, du zeigst uns noch ein paar Teile. Ne? Die schicken dir ja immer alles, also ihr Hersteller, ne? Wenn ihr das wieder seht, alles hier wieder zu ihm schicken, die nehmen es auseinander. Ne? Deine Berichte kenne ich ja, das ist alles Schrott. Jetzt zum Beispiel hat er mir direkt das Akku gegeben für meine Kamera, das ist leer, das kam dann irgendwo da aus der Tasche bei ihm, so, und das meine ich das schon. Da habe ich auch immer dabei. Hast du auch noch für mein Handy irgendwie das Akku mit? Sony Ericsson? Aber da können wir uns auch noch kurz unterhalten. Sony Ericsson PlayStation Handy. Du hast ein iPhone. Du sagst iPhone 5. Ich sag Sony PlayStation. Der Last Battle versus. Warte. Oh Gott. Sony Ericsson Xperia Play. Apple. Du hast ja relativ große Hände. Kannst du hinten die Schultertasten normal bedienen? Wenn ich mich normal verhalte, ja. Willst du es ausprobieren? Moment. Ich habe das Ding schon in der Hand gehabt. Hm? Das also, ist ja. Mal ehrlich. Jetzt mal eine Frage vorher, ne? bevor du anfangen willst. Ne? Oh. Die Schultertasten, ne? Du sollst nicht die Mädchen gucken, du sollst das Handy betrachten. Hier, aber die Schultertasten, ne? Zu dem Thema. Okay, können wir direkt beenden. Ja. Beim Apple, kommst du an die Schultertasten beim Apple? Gibt es keine Schultertasten. Aha. Ein guck Punkt mal, für mich. Guck mal, wenn ich jetzt hier so spielen würde, ja. Ne? Das ist schwer, hast du recht. Das ist ein schwer. Bisschen schwer, ja. Und es ist auch ein bisschen leidig, dass sie einfach diesen Bildschirm nicht knicken kann. Ne? Es ist flach. Ne? Das wäre schön. Wenn dieser Bildschirm noch einmal kurz so ein bisschen angehoben wäre, das wäre richtig nice. Du schaffst dann Platz hier unten für die Schultertasten und kommst dann besser dran und hast auch noch einen besseren Blickwinkel. Hä? So muss ich so spielen. Hallo? Ja, darauf warten halt alle, ne? Noch mehr Spiele. Ich habe das Handy selber schon eine Zeit lang. Aber mit den Spielen, da hapert es ein bisschen. Man will ja PlayStation-exklusive Spiele. Was kannst du uns denn dazu sagen? Gran Turismo. Ja! Da würde ich gerne was dazu sagen, ja, aber darf er nicht. Solange weil die Pressemitteilung nicht raus ist, ist immer so eine Sache, aber genau in die Richtung geht's. Ja, genau. Dass eben exklusiv, dass auch in den PlayStation Store mit eingebunden wird, dass ich direkt über den Store, wo ich auch meine Spiele als PlayStation 3 Nutzer beziehe, direkt von dort aus mir eben die Spiele angucken kann, schon mal antesten kann und so weiter. Also das ist der Weg, das ist die Richtung. Aber ich weiß, am Anfang immer muss man ein bisschen zäh sein, was braucht dann halt immer, bis die Entwicklung. Genau, es hat gedauert. Aber wie bei der PlayStation 3, wo die neu rauskam, hat es ja auch erstmal gedauert, bis überhaupt die passenden Spiele für die Konsole da waren. Ähnlich hier. Sehr schön, dann können wir also jetzt mehr Spiele erwarten. Mehr Spiele, mehr Spiele. Genau. Und mehr Spiele. Und noch mehr Spiele von Sony. Vielen Dank. Danke, ciao. Ja. Liebe Sony-Mitarbeiter, ne? Sony BMG, bis nächstes Jahr. Die haben eh nichts zu sagen bei Ericsson. Bis nächstes Jahr möchten wir hier sitzen mit unserem Handy, ne? Das so hochgeklappt ist, bitte. Also wenn es fertig ist, ne? Auftrag. Auftrag an Sony. Bildschirm hochklappen. Von Schuh. Bildschirm hochklappen. Ja, aber Spiele sind doch schon ganz gut, ne, dabei. Und ich war dann unten. Heute gab es neue, guck mal hier, die neuen Veröffentlichungen. Halt mal. Meinst du, mein Reserveakku hält eigentlich noch so lange? Der muss jetzt halten. Hast du die Batterien? Jetzt machst du dir doch Sorgen, ne? Meinst du eigentlich, dass mein Kollege noch so lange aushält, den du eigentlich missbrauchst? Der ist ein Profi, verstehst du, der darf auch nichts anderes machen. Ich habe den festgebunden hinten, der kann gar nicht weggehen. Er läuft schon langsam rot an. Jetzt guck hier, ich wollte dir noch schnell was zeigen. Also. Er läuft, das ist egal, bleib bitte so. Gehaltserhöhung, wirklich, nächste Mal. Guck mal, ich wollte dir den Market zeigen kurz. Der war da. Der war hier? Zurück, da, wo dein Daumen war. Da ist der Market. Da ist der Market. Ja, nicht der. Ach so, nicht der. Meinst du jetzt den Sony Ericsson? Richtig, und da wirst du vielleicht einen Schock kriegen. Oder... Zeigst du mir aber nicht Crash Bandicoot. Das Neueste? Nein. Ja, warte mal, einfach mal klappt es auf, ne? Und dann weißt du, dann kommen die Spiele, müssten eigentlich kommen. Da kommen sie auch. Und ich habe nämlich mit Sony Ericsson unten schon geredet, ne? Deep Space. Ja? Boah! Ja, ein neues Spiel. Dafür eine Messe mit 20 Millionen Zuschauern. Ein neues Spiel. Deep Space.
Aber du hast noch jetzt nochmal ganz zum Schluss, kommen wir auch zum Ende, dein Apple. Na, das war jetzt Sony gegen Apple, du hast ja gar keine Chance gehabt, weil du keine Schultertasten hast. Aber du hast bald das neue i5-Dings da, Apple, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Hast du mir erzählt vorhin. Irgendwann im Laufe des Jahres. Wahrscheinlich vor der ATI-Grafikkarte. Mhm. Wahrscheinlich auch vor der Nvidia-Grafikkarte. Also es kommt da noch was. Obwohl die Entwicklung geht ja Richtung Tegra, ne? Bei Nvidia und bei ATI gab es da auch, gab's da auch schon so eine Entwicklung. Da habe ich jetzt hier auch gar nichts von mitgekriegt. Ich hätte ja, wenn ich nuklear gewesen wäre in der Nvidia, dann hätte ich ja hier die Tegra vorgestellt, ne? Oder was meinst du? Diese neue für das Handy und so, die ist ja auch. Also die neue Tegra, also der Quad-Core, der kommt ja dann auch irgendwann zum Ende des Jahres. Auch noch nicht draußen? Nein. Okay, dann kannst du es voll vergessen. Ich hatte dann auch noch eine App dazu, ne? Ganz zum Ende eine App gesehen mit einem Space-Spiel in der Business-Abteilung. Das ist schon 3 Jahre alt. Weißt du, was ich meine? Ein Galaxy on Fire. Genau, ja, 2. Ja. Ja, das ist eben halt das Referenzding. Okay, weißt du was, dann brechen wir das Interview hier ab. Ne? Es macht genau. Überhaupt keinen Sinn, den Leuten irgendwas zu zeigen. Ne? Wir machen einfach schwarzen Bildschirm, ne? Und Ende, oder? Okay, alles klar. Tschö. Muschi. Strikte Gesetze sollen den Jugendschutz auch im Internet garantieren. Hast du mich noch drauf, ja? Ja, und ihr wisst ja, wer ich bin. Muschi. Ich habe natürlich wieder Muschi von Konami. Muschi. Hallo, hi. Hi. Wie geht es dir? Gut, wie geht's dir? Danke. Was habt ihr hier für ein Spiel vorzustellen? Wir haben den Namen nicht rausgefunden. Paddel. Pfütze. Also, möchtest du mal probieren? Ja, klar. Sie dürfen nie runtergehen bis zum Roten. Sehen Sie das hier? Sehen Sie das hier? Genau. Und jetzt müssen Sie das Wasser so bewegen. Also so. Immer genau. Und jetzt müssen Sie beide Knöpfe gleichzeitig aufmachen. Strikte Gesetze sollen den Jugendschutz auch im Internet garantieren. Wo man nass wird. Nass. Was für Frauen, glaube ich.